Mit unserem Projekt Clashing Approaches to Artificial Intelligence, Finding New Ideas möchten wir internationale Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an die TH Deggendorf einladen. Gemeinsam mit Forschenden unserer Einrichtung werden sie dann in interdisziplinären Workshops neue Forschungsfragen und Ideen entwickeln zu künstlicher Intelligenz. Wir möchten uns als forschungsstarke Hochschule für angewandte Wissenschaften international sichtbar machen. Wir möchten zeigen, dass Forschung in Deutschland auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften möglich ist und das nicht nur in urbanen Ballungszentren, sondern auch im sehr ländlich geprägten Raum. Wir realisieren Spitzenforschung in angewandten Bereichen, haben dazu Gäste aus der ganzen Welt und die Forschenden, die zu uns kommen, bekommen leuchtende Augen, wenn sie unsere Labore und Ausstattung sehen. Die Idee, sich für diesen Wettbewerb zu bewerben, ist entstanden aus einem Austausch zwischen Hochschulmarketing, Wissenschaftskommunikation und Forschungs- und Entwicklungsservices. Wir haben uns relativ schnell darauf geeinigt, uns für den Bereich künstliche Intelligenz zu bewerben, denn KI ist ein Thema, was an unserer Hochschule in der Vergangenheit und aktuell immer mehr ausgebaut wird. Gemeinsam mit Professorinnen und Professoren der THD, die im Bereich künstliche Intelligenz forschen, haben wir dann das Format des AI-Clashs entwickelt. Die Anwendungsbereiche, die uns vorschweben, sind Mobilität, Industrie 4.0 und Gesundheitstechnologien. Das Spannende an unserem Projekt sind die Design Thinking Workshops. Die sollen in Präsenz stattfinden, von daher stellt uns die momentane Situation natürlich vor große Herausforderungen. Wir freuen uns darauf, internationale Forschende dafür zu gewinnen, sich auf dieses Kreativformat Design Thinking einzulassen und einen Perspektivwechsel zu wagen, um dadurch kreative, innovative, interdisziplinäre Forschungsideen zu entwickeln. Wir arbeiten an der Hochschule sehr anpackend, sehr pragmatisch über Fakultäten hinweg. Ideen werden bei uns tatsächlich gefördert und von daher war die einzige Hürde für uns, dass wir uns überlegt haben, ob wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften eine Chance haben zwischen den großen Forschungseinrichtungen und Universitäten und sind aus diesem Grund besonders stolz, dass wir als erste Hochschule für angewandte Wissenschaften zu den Preisträgern gehören.